Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Katrin und ich werde mit dir gemeinsam das Arbeitsblatt Parameterdarstellung von Geraden in der Ebene besprechen. Falls du das Arbeitsblatt noch nicht griffbereit hast, dann lade es dir bitte auf der unten angeführten Homepage herunter. In diesem Video wirst du drei unterschiedliche Möglichkeiten kennenlernen, wie du eine Gerade eindeutig beschreiben kannst. Du kannst sie beschreiben durch zwei Punkte, durch einen Punkt und eine Steigung oder durch einen Punkt und einen Richtungsvektor. Falls dir die Begriffe Steigung und Richtungsvektor nicht bekannt sind, dann schau dir bitte zuvor das Arbeitsblatt zu den linearen Funktionen und das Arbeitsblatt zu den Vektoren in der Ebene genauer an. Wir beginnen mit unserem ersten Fenster auf dem Arbeitsblatt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die dargestellte Gerade G eindeutig zu beschreiben. A, zwei Punkte. Die Gerade verläuft durch die beiden Punkte A ist gleich 3, 1 und B ist gleich 6, 3. Deine Aufgabe ist nun, die beiden Punkte A und B links in der Skizze einzuzeichnen. Damit ich dir die drei Unterpunkte besser zeigen kann, habe ich die Grafik unten nochmals kopiert. Und ich werde es dir unten separat zeigen. Also, wir zeichnen die beiden Punkte A und B ein. A ist 3, 1 und B 6, 3. Und jetzt können wir die beiden Punkte verbinden. Und bekommen so unsere Gerade G. Im zweiten Punkt, in B, haben wir nun einen Punkt und die Steigung K ist gleich 2 Drittel gegeben. Und deine Aufgabe ist, zeichne links einen Steigungsdreieck ausgehend vom Punkt A ein. Das heißt, wir beginnen wieder mit unserem Punkt A. Und nun sollen wir die Steigung K ist gleich 2 Drittel einzeichnen. Erinnere dich kurz nochmal zurück, was ist die Steigung? Es ist ein Quotient aus Delta Y und Delta X. Und Delta Y ist die Änderung der Y-Werte und Delta X die Änderung der X-Werte. Und wenn wir jetzt unser Steigungsdreieck einzeichnen wollen, dann müssen wir drei Schritte parallel zur X-Achse gehen, da unsere Differenz zwischen den X-Werten 3 beträgt. Und zwei Einheiten nach oben, weil unser Delta Y, also die Änderung der Y-Werte, 2 beträgt. Und schon haben wir unser Steigungsdreieck und wieder unsere Gerade G beschrieben. Im Punkt C haben wir wieder den Punkt A ist gleich 3, 1 und einen Richtungsvektor gegeben. Und deine Aufgabe ist nun, zeichne links den Richtungsvektor V ausgehend vom Punkt A ein. Also, wir zeichnen unseren Punkt A ein. Und jetzt haben wir einen Richtungsvektor 3, 2. Und wenn du dich an die Vektoren zurückerinnerst, die erste Komponente gibt uns immer die Bewegung parallel zur X-Achse und die zweite Komponente die Bewegung parallel zur Y-Achse an. Das heißt, wir beginnen im Punkt A, bewegen uns drei Einheiten parallel zur X-Achse und zwei Einheiten parallel zur Y-Achse und können dann unseren Vektor einzeichnen. Zum Schluss können wir jetzt die drei verschiedenen Versionen oben in der Skizze zusammenfassen. Wir haben unsere beiden Punkte A und B, unser Steigungsdreieck und unseren Richtungsvektor.
Und wie du siehst, in allen drei Varianten haben wir unsere gerade G eindeutig beschrieben. Das heißt, was du dir merken sollst aus diesem Video, du kannst deine Gerade beschreiben durch entweder zwei Punkte oder durch einen Punkt und die Steigung oder durch einen Punkt und einen Richtungsvektor. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.